MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung, dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. So, Freunde des eiförmigen Leders, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, zu der letzten Folge aus unserer Community-Franchise, jedenfalls was, ich sag mal, diese Staffel angeht. Ich glaube, so kann man es am besten unterteilen, denn ihr seht es hier schon, wir spielen den Super Bowl und ich drück mal drauf, weil der Tobi wartet schon. Und ich habe das Glück tatsächlich, da war wirklich sehr viel Glück dabei, hier im Super Bowl zu spielen. Und zwar gegen den, wie gesagt, Tobi mit seinen Eagles. Auch er, vielleicht ein bisschen glücklich. Ich weiß es nicht, ich habe das Spiel gegen die Seahawks nicht gesehen. Aber so rein von den Werten her sind beide Mannschaften, also die Eagles sowie auch die Steelers, wohl eher Überraschungsteams im Super Bowl, würde ich jetzt mal behaupten. Und die gleiche Saisonbilanz, also 12 Siege, 4 Niederlagen. Und ich würde sagen, es kann alles passieren heute, oder? Beide Teams haben einen großen Favoriten in den Conference Finals ausschalten können. Wir mit etwas Glück die Patriots und die Eagles, wie vorhin erwähnt, die Seahawks. Und es kann irgendwie alles passieren. Ich weiß es nicht. Ich bin selbstverständlich wie immer pessimistisch, weil halt die letzten Wochen eher so ein bisschen schwammig waren und komisch aussahen. Sage aber ganz klar, und das habe ich gegen die Pats ja auch schon gesagt, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, hier einen Sieg zu holen, dann möchte ich diese auch ergreifen. Viel liegt in so einer Connected Franchise gar nicht in eigener Hand. Da muss man halt gucken, was machen die KI-Mitspieler, defensiv wie offensiv. Und da ist man dann doch schon ein bisschen auch eingeschränkt. Aber das gilt ja für beide Parteien, also den Tobi wie auch für mich. So. Okay, also der Kickoff-Return von Huff war jetzt nicht ganz so weit an die 20 gebracht und von da werden also die Eagles ihren ersten Drive starten. Man darf also gespannt sein. Ich überlege gerade, spielt der Tobi den Wide Receiver links? Ja, so wie der läuft, definitiv. Ja, Randall mit dem Catch. Und das ist ein schnelles, neues First Down. Erste Pass direkt für 12 Yards. So sollte es aus unserer Sicht am besten nicht weitergehen. Aber wie gesagt, wir lehnen uns zurück. Es ist für mich eine Riesensensation, dass ich es geschafft habe, in den Super Bowl zu kommen. Ich habe ja schon mal in den letzten Folgen erwähnt, es ist aus meiner Sicht ist der Wide Receiver die einfachste Position und man kann wirklich am meisten Unfug damit treiben. Und ich habe mal vor 2 Jahren, glaube ich, einen Wide Receiver gespielt. Wen habe ich denn da? Ne, da habe ich meinen eigenen gespielt, tatsächlich, genau. Der war von den Werten halt noch nicht so hoch wie viele andere Starter-Wide Receiver oder Star-Wide Receiver. Und selbst der hat alle Rekorde gebrochen, alle Rekorde, Jahr für Jahr. Und war ein absolutes Biest. Also als Wide Receiver spiele ich dir die Sterne vom Himmel. QB finde ich persönlich dagegen schon wieder ein bisschen schwieriger. Sehr viel schwieriger so aus meiner Sicht. Einige sagen, QB ist super einfach zu spielen. Das werden wir erleben. Denn ich sage mal, die zweite Staffel hier von unserer Connected Franchise, da starten wir wieder von neu. Und jeder aus der CF muss einen QB, also einen Quarterback nehmen. Wir nehmen vorhandene Spieler natürlich. Und das wird aber noch ausgelost, wer da wen bekommt. Und ja, das wird dann auch interessant. Da bin ich mal gespannt, wie die Jungs und Mädels so als QB Leistung aufs Feld bringen. Da bin ich wirklich sehr interessiert. Running Back
Oh, Flag on the Field, das ist Delay of Game. Genau. Macht die Sache nicht einfacher. Geht nochmal 5 Yards nach hinten. 3 und 16, aber 3 und 16 waren die Pets auch letztens hinten und haben es dann trotzdem noch einfach gegen uns geschafft, weil die Defensive doch ein bisschen zu weit hinten war. Oh, jetzt kommt hier eine Play-Call-Änderung. Da muss man vorsichtig sein. Weil wie gesagt, ich habe vor 2 Jahren auch Receiver gespielt und das muss ich jetzt mal beobachten. Ich weiß, dass wenn man, oder damals zumindest, wenn man oft das Play verändert, man irgendwann mal den gegnerischen Cornerback so stehen hat, dass man genau weiß, dass man frei ist. Das werde ich jetzt beobachten müssen. Denn das fände ich dann nicht ganz so nett. Nun, so, First and Ten, es geht also weiter. Bradford für, 100% bisher, ne? 4 von 4, glaube ich, ne? Müsste. Und ich glaube, ein Laufspiel gab es dann auch schon. Die Eagles wohl anscheinend stärker in der Luft. So, Playcock läuft. Slant nach innen. Da ist der nächste Ball. Uiu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 i. Wenn da der, müsste der Safety gewesen sein, ne? Aber ein bisschen einen Schritt schneller ist, holt er sich das Ding und kann dann laufen. Kann dann ordentlich laufen. Hier werden die Plays geändert. Aha. Laufspiel durch die Mitte rechts, aber schnell unterbunden. Oh, unterbunden. Gut, ne? Ja, was noch? Also, Staffel 2, wie gesagt, jeder ein QB. Das wird interessant. Also, ich weiß zumindest, wie ich als QB spiele. Das ist Licht und Schatten. Aber gucken, der eine oder andere wird bestimmt an seinen Leistungen wachsen. 3 und 9. Wichtiges Down für die Eagles. Ball ist unterwegs und das ist einfach. Das ist sehr einfach. Da hat sich der Cornerback Gay natzen lassen. Ne? Das ist ein sehr schneller Bullet Pass raus auf rechts und sah aus, als würde unser Cornerback dann noch weiter Richtung Endzone laufen. Da hat er den Haken irgendwie nicht ganz mitbekommen. Perfekt geworfen auch. Perfekt gefangen. Das ist ein Screenspielzug. Aber da sind sie dran. Ja. Matthews lässt sich da nicht ins Boxhorn jagen. Im Moment. Matthews ist der, der gefangen hat. Wer ist denn unser? Timmons! Wo gucke ich denn? Welche Namen lese ich denn hier gerade? Ja, Timmons hat sich da nicht irritieren lassen und war zur Stelle. Und war wichtig. Der Stop war wichtig. Der Drive geht hier schon fast über die ganze Distanz. Oh, schönes Laufspiel rechts. Da war er eigentlich schon gestoppt. Erreicht dann aber trotzdem noch ein paar Yards. Und jetzt stehen sie wieder bei 3 und 3. Sieht gut aus für die Eagles. Es riecht nach Punkten. Wie viele Punkte es werden, müssen wir mal gucken. 3 Fumbles diese Saison. Eine interessante Einblendung. Da darf auch gerne noch der ein oder andere Fumble in diesem Spiel dazukommen. Von Matthews. Jetzt aber richtig, ne? Matthews, ja, war auch der Receiver gerade bei dem Slipscreen-Spielzug. Und wieder wird das Spiel verändert. Nun gut. Schauen wir mal. 4 Rushes, 10 Yards. First and Goal, 6 Yards noch zu gehen. Schon sehr nah dran. Sehr, sehr nah dran. Ja, hier gibt es noch ein bisschen Diskussion. Keine Ahnung, was die beiden dazu bereden hatten. Die Defense ist gefragt. Die Defense ist richtig gefragt jetzt. Irgendwas muss da mal kommen, weil bisher, außer diese eine Geschichte, wo der Safety in den Pass reingerusht ist, war da nichts. Und das ist wieder zu einfach, Freunde. Touchdown, Eagles. Viel zu einfach. Ich weiß nicht, was da der Cornerback macht, aber er deckt da niemanden. Er wuselt da hinten irgendwie rum. Also, Extrapunkt sitzt, glaube ich, auch. Ja, 7-0. Und jetzt sind wir natürlich schon direkt in der Pflicht, hier nachzulegen. Ich bin gespannt. Ja, das wird ein Return von Brown. Und er läuft bis an die 22. Ja. Antonio Brown bringt die Pille an die 22. So, jetzt sind wir gefordert. Direkt unter Druck. Schauen wir mal, was da zu machen ist. Ich würde sagen, wir fangen mit einem Passspiel an.
Und gucken mal, ob wir nicht Big Ben irgendwie in Form bringen können. Ja, er müsste complete sein, wenn er ihn nicht gedorbt hat. Nö, er hat ihn, alles gut. Das sind die ersten 4 Yards von unserer Offense hier im Super Bowl. Im Energy Stadium. So, jetzt würde ich sagen, machen wir ein X-Under und versuchen hier weitere 3, 4, 5 Yards rauszuholen. Viel Verkehr in der Line of Scrimmage, der Pass ist unterwegs, der Pass ist gefangen und auch wir holen hier ein neues, schnelles First Down im ersten Drive. Jetzt versuchen wir mal vielleicht mit einem Laufspiel ein paar Yards rauszuleiern. Na, ich sehe da nichts. Keine Lücke. Links vielleicht. Links war ein bisschen mehr als rechts, aber wenn du da schon mal unterwegs bist, wird es sehr schwer. Das ist das erste Viertel, ist vorbei. Und ich glaube, wir haben schon einen Yard-Verlust gemacht, oder? Ein Run für einen Yard-Verlust, oder was haben wir? Ja, 2 und 11. Sehr schwierig. Es ist momentan, und das habe ich ja am Anfang des Spiels gesagt, auch sehr viel Glücksspiel hier mit unserer O-Line, die wirklich, ja, sehr launisch ist. Sagen wir mal so, wenig Löcher, die da gerissen werden, um das Laufspiel anständig über die Runden zu bringen. Und ja, bist du schnell? Oh, guck mal, wir haben hier eine Drag Route. Und die laufen wir erfolgreich zum neuen First Down. Ein schneller Pass. Ich sag ja, als Wide Receiver spiele ich dir. Ja, sei es drum. Da kannst du Yards ohne Ende fressen. Das ist gar kein Schwierigkeitsgrad. So. Ich komme da nicht den Schritt nach vorne. Und bin direkt im Gegenspieler drin. Das ist... Also ich konnte mich noch gar nicht bewegen. Der Gegenspieler war direkt in mir drin. Oh, das klingt aber auch eklig. Ja, aber so ähnlich war es. Leider. Jetzt stehen wir wieder 2 für 13. So, den kriege ich getackelt oder geblockt, aber das sind nur ein paar Yards. 3 und 7. Ja, Steeler Drive. Können wir nochmal machen. Antonio Brown, der Receiver mit der Hot Route. Oh, oh, oh. Fumble. Ja, und Touchdown. Komm. Naja, fällt Gott sei Dank hin. Ach ja. Könnt ihr mir wieder die Schuld in den Kommentaren geben. Ist ja ein kleiner Running Gag momentan. Oder was heißt, seit dieser Saison, ne? Dass ich ja irgendwie als Running Back immer die Schuld habe, wenn Ben fummelt. So, also, die Offense der Eagles jetzt wieder auf dem Feld und lehnen wir uns zurück und genießen das Passspiel. Da ist der nächste Pass erfolgreich am Mann. Ich finde es schade, dass unsere Defense da kein Rezept findet. Ne? Man muss ja, man musste nur zu 99% wissen, jo, jetzt kommt ein Pass und eigentlich kannst du das verteidigen. Irgendwann mal. Man kann es natürlich nicht jeden Pass verteidigen, ne? Im Gegenteil, aber irgendwann mal muss man auch mal wissen, aha. Oh, ein Passspiel. Das kommt ja überraschend. So. Oh, Laufspiel! Ich werd bescheuert! Ein Laufspiel! Hat vielleicht was mit meiner WhatsApp-Nachricht zu tun. Ich habe gefragt, wie viele Pässe jetzt noch kommen werden. Weiß ich nicht. Aber Laufspiel, Leute, ich feier das. Woo! Geil. Macht er natürlich nicht so oft, weil es nichts bringt, aber... Und noch eins! Ja, jetzt wird mir schwindelig. Und jetzt muss er kicken. Oder wird wieder gefaked. Das hatten wir ja im Conference Final. Da war der Royal sehr erbost drüber. Und das kann ich total verstehen. Weil diese... Ah, nee, das ist ein Kick. Diese Fake-Dinger,
Aber die waren auch, glaube ich, beim Burger und bei der Sit auch und schrecklich. Warum da jedes Mal gefaked Field Gold oder gefaked Punt wird. Krasse Nummer. Und da kann ich verstehen, wer, dass da die Leute echt erbost drüber sind, wenn es gar keinen Sinn macht. So, was können wir denn mal bringen hier? Slot Fade Shot. Der klingt doch super. Auf Mr. Brown. Oh, der geht lang. Ist eine Interception, oder? Na, oder hat Bryant? Ich glaube, Bryant hat das Ding. Guck mal, Ben steht auch 6 für 6, ne? Vielleicht sollten wir auch das Laufspiel komplett einstellen. Denn, Passspiel funktioniert. So, wir laufen. Selbstverständlich. Die Vorgabe der Liga ist eigentlich so realistisch wie nur möglich zu spielen. Und das werden wir natürlich auch weiterhin so handhaben. Hier musste ich jetzt, oder hier hatte ich jetzt Bammel, dass mir das gleich passiert wie vorhin, dass ich wieder im Block hängen bleibe. Diesmal konnte ich ein bisschen die Laufrichtung tatsächlich noch anpassen und bin dann außen rumgelaufen. Mit sehr viel Sicherheitsabstand. So, ja. 2-Minute-Warning. Wir sind also schon am Ende des zweiten Viertels oder, wenn ihr so wollt, am Ende der ersten Halbzeit. Und jetzt bei diesen Slipscreen-Spielzügen ist immer die Frage, ja, ob wir irgendwo wieder hängen bleiben. Das passiert mir also sehr häufig. Da kann man mir durchaus manchmal die Schuld geben. Muss ich dann so akzeptieren, aber manchmal machst du halt nichts, ne? Dann kannst du hinlenken, wo du willst, der hängt in so einer geblockt Animation fest und tut dann nicht mehr so viel. So, hier haben wir jetzt eine Route. Oh, doch nicht auf mich! Doch nicht auf mich, du Hirn! Warum? Ach, Ben! Also da hätte ich dir sagen können, dass das nichts werden kann. Vor allem nicht hoch. Weil da war Doppelt- und Dreifachdeckung. Warum auf mich? Absolut auch nicht gefordert oder gar nichts. Ich wollte einfach nur meine Route zu Ende laufen. Und der bringt das Ding. Krasse Nummer. So, jetzt die Frage, kommt ein bisschen Alibi-Laufspiel oder... Ich muss ein bisschen WhatsApp mir. Jetzt kommen die Alibi-Laufspiele. Ich hätte mal nichts sagen sollen im WhatsApp. Ich hätte es einfach genießen sollen. Dann hätten wir noch ein paar Pässe gesehen. Ich finde, das ist das, was mich damals davon abgebracht hat. Übrigens, eine nette Randgeschichte, weil wir haben momentan ein bisschen Zeit zu labern. Boah, guck mal. Was ist das denn für eine Defense hier? Goal-Line-Defense oder was? Krasse Nummer. Das hat mich damals ich war in einer NBA 2K-League, aber das ist ja schon 5-6 Jahre her. Und das war der Grund, warum ich da damals aus dieser Liga ausgestiegen bin. Das war sogar eine Liga, die auf Simulation Wert legte. Das heißt, es gab festgelegte Regeln. Ne? Du darfst nur so und so viel Prozent in the paint, so und so viel Prozent von der Dreierlinie. Alles, was drüber ging, war Grauzone. Da konnte man danach im Spiel noch entscheiden und so. Aber es war im Endeffekt, wie es immer ist, wenn man gegen andere Leute, die vom Ehrgeiz zerfressen sind und für die nur Gewinn, Gewinn, Gewinn zählt, da ist gut, dann hast du gespielt und am Anfang war das Spiel voll cool, ging hin und her und die einen hatten den Ball und lagen kurz vor, dann die anderen, also so Spiele gab es auch und das ging dann meistens leider aber nur so drei Viertel gut. Und wenn du dann so im vierten Viertel als Beispiel so 6-7 vorne lagst, dann hast du gesehen, wie die Leute all ihre guten Vorsätze über Bord geworfen haben. Und dann wurde genau so gespielt,
wo du genau weißt, wenn ich das Spiel so spiele, habe ich eine hohe Chance, es auch zu gewinnen. Ne? Es gibt halt Videospiele, die du auf verschiedene Arten spielen kannst. Entweder versuchst du es so zu spielen, dass du sagst, hey, das sah jetzt endlich mal so aus, wie die Sportart, die das Spiel auch präsentieren soll. Oder du spielst das Spiel, um einfach nur zu gewinnen. Ne? Dann kannst du den Schwierigkeitsgrad entweder anpassen. Wenn dir das aber auch irgendwie zu blöd ist, kannst du natürlich dann sagen, aha, ich weiß jetzt zum Beispiel bei NBA, kann ich mich eigentlich noch, nee, rausziehen geht nicht, kann ich ja hier an den Rädchen schrauben und so spielen und ich weiß genau, Pick and Roll zum Beispiel bei NBA, finde ich, gut, ist in Wirklichkeit auch eine Macht, aber bei NBA halt noch eine Ecke krasser. Und dann spielst du halt in jedem Spielzug ein Pick and Roll und ja, kommst auf deine Punkte. Und wie gesagt, also man kann Spiele entweder so spielen, dass sie aussehen, als wäre es die Sportart. Bei Madden fällt das ein bisschen schwieriger, zugegeben. Oder halt, guck mal, ich darf schon wieder, das hatten wir letzten Spiel auch schon, ne? Ich darf schon wieder meinen Spieler nicht steuern. Naja, wird ein Laufspiel, bin ich sicher. Weil die Steelers dann, siehste, macht da sogar besser, als wenn ich ihn gesteuert hätte. Weil die Steelers dann doch im Spiel sehr variabel spielen, auch wenn man sie nicht steuert. Und ja, er ärgert mich ein bisschen. Muss ich dann doch zugeben, dass ich mir hier ein Passfestival ansehen muss. Ja, ich weiß, jeder oder ihr werdet jetzt sagen, warte mal nachher ab. Da waren ganz schön viele Läufe auch mit bei. Aber ganz ehrlich, das sind Alibi-Läufe. Gerade um das Viertel zu beenden. Und jetzt, weil ich im WhatsApp was geschrieben habe, denn ansonsten würden wir hier garantiert mit über 90% Pässe rausgehen. Und so, ja, gewinnt man dann auch. Oh, den habe ich intercepted gesehen. Das war richtig schlecht. Aber so einen Ball traue ich mir als QB übrigens auch zu, den zu werfen. Ja, da kenne ich mich dann doch gut genug. So ein Ding würde ich wahrscheinlich auch werfen. So, na guck mal hier, wir haben die Route nach vorne. Ich hoffe, er dreht nicht wieder komplett durch und spielt mir den Ball zu. Ja doch, jetzt kann er. Jetzt kann er mir den Ball zuspielen. Also nochmal, Wide Receiver, easy. Oder ist es einfach nur eine Position, die mir sehr liegt? Das weiß ich nicht, aber ich finde es mit die einfachste. Richtig schwer finde ich in diesem Teil. Wow, fast geblockt. Ja, hier kannst du auch nochmal eine Flag raushauen hier für Rushing the Kicker oder so ein Scheiß. Richtig schwer finde ich die Defense. Wenn du da nicht mit angepassten Slidern spielst, bleibst du da so lange im gegnerischen Block hängen. Und da ist es auch egal, ob du einen JJ Watt oder ne, wie auch immer spielst. Das ist schon echt hart. Also da kam ich in dem 17er-Teil hier gar nicht zurecht, wenn ich die Defense gespielt habe. Und ja, tat weh. Und ansonsten Running Back, da muss irgendwas mal mit einem Patch gewesen sein, denn am Anfang war es noch ganz funny, du konntest dann auch viel mehr Sachen machen, auch Leute aussteigen lassen, das kriege ich schon gar nicht mehr hin, Stiffarm ist das Einzige, was halbwegs funktioniert, würde ich sagen. Ja, Strafe über Strafe hier gegen uns. Aber so irgendwie, das Laufspiel scheint irgendwie vor, ich weiß es nicht, so Woche 12 irgendwie so rumgefühlt, ist das Laufspiel sehr komisch geworden. Das wird jetzt auch ein Laufspiel übrigens. Ja. Man muss ja so tun. QB bin ich gar nicht sicher, ob ich habe ich hier. Ja gut, ich habe, wenn ich mit einem kompletten Team gespielt habe, hast du ja. Klar, steuerst du ja auch den QB. Also schon, da bin ich. Manchmal will ich es erzwingen und dann wirfst du halt Pässe, die du so nicht werfen wollen würdest oder sollen solltest. Keine Ahnung. Schwierig. So. Oh, angetäuschter Handoff. Und dann ein kurzer Pass auf Coleman. Der war im Aus. Der war aber meiner Ansicht nach mit dem Schritt schon vorher im Aus. Oh, 3 und 1. Ich fand, der war schon vorher. Ein paar Yards vorher. Wenn auch nicht viel, aber so 3-4 Yards vorher, meine ich, war der schon an der Auslinie mit dem Fuß.
Ich weiß immer noch nicht, ob ich hier challengen muss oder ob er das automatisch machen würde. Ich guck mal. Ja. Leider darf ich keine Pause machen. Okay, dann hat sich die Frage final beantwortet. Oh, schönes Laufspiel! Schönes Laufspiel über die Seite. Und das war First und noch ein paar Yards mehr. Und jetzt sind sie schon wieder an der 38. Und die Uhr, sie tickt auch. Wir sind 3 Minuten 40 im dritten noch zu spielen. So, was sehen wir jetzt? Es wäre mal schön, wenn die Defense ein schönes Play mal raushauen könnte. Aber die schwächelt, ne? Kein Druck. Ah, da muss er, wenn der Tackle sitzt. Ja. Hat er gut aufgepasst. Harrison direkt da und kann wieder Matthews, also wieder der Running Back, der da als Passempfänger fungiert. 2 und 15. Das ist ein Brett. Jetzt bin ich gespannt, was er auspacken kann. Zwei Linebacker angetäuscht. Oh, da, das ist ein Big Play. Das war zum Beispiel ein richtig fieses Play. Endlich kommt da mal einer ungeblockt durch die Mitte durch. War einer der Linebacker. Und ja, erwischt da Bradford mal so volle Kante. Und im ersten Moment dachte ich, es könnte noch ein Fumble gewesen sein. Aber es war ein Incomplete Pass und deshalb keine weiteren Yards Verlust. Also es bleibt bei 3 und 15. Aus unserer Sicht leider. Denn wäre es ein Fumble gewesen, Fumble wäre noch besser gewesen, aber wäre es ein Sack gewesen, dann wären das jetzt 3 und richtig, richtig mega lang. Aber auch das ist hier, na, der ist überworfen, glaube ich. Er ist intercepted nicht, weil er nicht mit beiden Beinen auf dem Boden landete. 43 Yard, an der 43-Yard-Linie, das wäre ein langes Field Goal, oder? Und es wird auch nicht gefield goaled. Darf man gefield goaled sagen? Es wird gepuntet, oder? Fake Punt wäre richtig fies. Ja, nee, sie punten ganz normal. Also ein Fake Punt bei 15 Yards. Ah, ein guter Punt ins Aus, glaube ich. An der 15. Jetzt sind wir an der Reihe. Mal gucken. Wheaton hat die Hot Route. Durch die Mitte. Komme ich nicht zum Blocken. Waren nur 2-3 Yards, fürchte ich. Ja, 3 Yards von Bryant erlaufen. Tief, also alles abgedeckt. Gehe ich jetzt mal von aus. 2 und 7. Ja, PA Stealer, also ein Play-Action-Spielzug. Schauen wir mal, wer hat die Hot Route? Antonio Brown. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wieder viel Zeit und ich glaube, complete. Nein, nicht complete. Ah, wie schade. Ich habe es nur im Augenwinkel gesehen, wie der Ball unterwegs war und dass unser Spieler da war. Und dann habe ich nur ein Catch-Geräusch gehört. Aber nee, leider nicht complete. 3 und 7. Und das ist schon wieder so eine Situation, in der wir ein wenig Druck verspüren. Oh, ungeblockt durch. Ungeblockt. Der Verteidiger durch, direkt auf Ben. Und das, ja, sorgt dafür, dass wir aus der eigenen Endzone heraus punten müssen. Naja, fast aus der eigenen, ne? Er läuft da, glaube ich, noch ein bisschen nach vorne. Na, an der Endzone-Linie, an der Goal-Line. So, den will er returnen. Der Eagle-Spieler hat aber direkt einen Gegenspieler gegen sich. Nur die Feldposition ist natürlich jetzt ja, schon eine 39. Gibt Schlechteres. So, ich muss noch was trinken. Ich habe einen richtig trockenen Mund. Es bleibt spannend. 10-7. Ich möchte jetzt hier nicht künstlich alles spannend reden, aber ihr seht den Spielstand und dafür müssen natürlich die Eagles jetzt gestoppt werden. Und das Laufspiel ist noch nicht so etabliert. Ähnlich wie auch auf unserer Seite.
So. Game Trends. Ah, die Statistik hätte ich mal gesehen. Ah, hallo. Was sind das denn für Einblendungen da oben? Schwupp, schwupp, schwupp. Dreimal ein- und ausgeblendet. Wie soll man denn da anständig lesen, was die überhaupt von mir wollen? Oder mir erzählen wollen? Na? Angetäuschter Spielzug. Zonenverteidigung. Und auch der ist... Hat er den? Ja, er hat ihn. Aber 3 und Inches. Also noch kein First Down. Jetzt aber durchaus mit einem Laufspiel kannst du das eigentlich regeln. Oder du packst einen Quarterback-Sneak aus. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, wie... wuchtig da der Center ist. Ah, ein QB-Sneak wird es nicht. Aber ein Laufspiel könnte hier die Geschichte... Ah, dritte Viertel ist rum. Wir gehen ins letzte... Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist ja auch noch nicht das letzte Wort. Aber wir gehen ins wahrscheinlich letzte Viertel dieser Season. 3 und Inches für die Eagles. Wird ein interessantes Down... Machbares Down, aber wenn sie es nicht packen, wie gesagt, zurücklehnen, abwarten, was da passiert. Es würde mich sehr freuen. Oh, empty backfield, das heißt, es wird kein Laufspiel. Ja, alles klar. Easy Pass, wunderbar, First Down, läuft. 15 von 19 steht da. 133 Yards, ein Touchdown, Bradford, wenn ich jetzt die Statistiken in der Geschwindigkeit richtig gelesen habe. An der 45 Yard, an unserer 45 Yard Linie sind die Eagles jetzt schon. First and 10. Schauen wir mal. Das ist ja das Schöne. Wundertüte Steelers sind immer gut für einen Fumble oder irgendwie eine verkrüppelte Interception, wo keiner weiß, warum sie die jetzt angefangen haben. Denn ansonsten ist die Defense eher, ja, sie ist halt da. Zumindest hier bei uns in-game. Sie ist da, sie darf mitspielen, auch wenn sie meistens nicht weiß, was sie tut. Anfang der Saison war das noch ein bisschen angenehmer, oder? Am Anfang der Saison war auch für Defense echt noch richtig Verlass. Was ist das denn für ein Trick gewesen hier? Bradford, war das für ihn designed, der Spielzug? Sah komisch aus. Und dann kriegt er dann auch den Hit ab. Da war auch gerne fumblen hier. Nö, sehr ungewöhnlich. Vielleicht haben wir unser Glück auch einfach aufgebraucht. Sind wir mal ehrlich. Und ein Resümee kann man ruhig mal ziehen. Wir haben schon im Spiel gegen die Pets auch richtig Muzzle gehabt. Ah, Laufspiel, Flag on the Field, das ist schade. Die geht nämlich gegen mich, fürchte ich. Ja. Nein, die geht nicht gegen mich. Aber sie lehnen ab, ne? Ja, sehr klug. Genau. Oh, er muss punten. Also, Spiel bleibt tatsächlich offen und spannend. Ich hätte vorm Spiel, ein Fake, überworfen. Ah, das ist so unfassbar nervig. Da wird der Tobi jetzt auch fluchen, bin ich mir sicher. Weil, ja, wobei es ist natürlich nicht so schmerzhaft, ne? Aber es nervt. An der 40, an der 41 jetzt hier für uns und muss einfach nicht sein. Ja, bringt uns in eine anständige Feldposition, ne? Statt jetzt mit einem anständigen Punt, ja, innerhalb der 10-Yard-Linie vielleicht, dann startet man der 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, wenn alles gut geht aus Eagles Sicht. Und dann hat man halt Optionen, ne? In der Defense, den Drive zu stoppen und die und uns, also die Steelers, wieder punktlos vom Feld zu schicken. Aber so ist halt Panne. Ne? So Panne wie das hier, dass ich da in den Block nicht reingekommen bin. Sonst wäre es besser gelaufen. Aber die Screenspielzüge, die laufen auch schon lange leider nicht mehr so gut. Wie noch am Anfang der Saison. Da waren die echt eine Macht, wenn die mal durchkamen. So, Drag Route auf Wheaton. Ah! Ja, wollte ich wenigstens hier noch was wegblocken. Also, das waren jetzt auch nicht so viele Yards. Nochmal 3. Das sind 3 und 4 jetzt. Steelers Epsilon Spot. Das könnte hinhauen. Tight End Green.
ist da der Passempfänger oder soll es zumindest sein. Aber durch die Mitte ist halt immer so eine Sache und ja, Ben ist da auch schon wieder unterwegs. Wir gehen aber jetzt. Ich habe Schnauze voll. Denn, ja, als Ausgleich für den, ach, er hat sich sacken lassen, der Arsch, ne? Als Ausgleich für den, Fake Punt. Oh Gott. Und er macht es! Ich werd blass! Ben wirft das Ding lang und tief. Und ich denke mir noch so, was tut er denn jetzt schon wieder? Touchdown. Oh Mann. 4. und 15. Kann man mal so machen. Sehr eigenartig. 2 Minuten 47. Das ist noch sehr viel Zeit auf der Uhr. Und Tobi hat auch noch alle 3 Timeouts. Jetzt gucken wir erstmal den Kick-Return an. Also ich wollte das eigentlich so als Ausgleich für diesen Fake-Punt machen. Kann ja keiner ahnen, dass 4 und 15 funktioniert. Und Ben da so ein Brot auspackt. Aber von der Uhr her, wir mussten jetzt das machen, ne? Ich schwanke gerade mit mir selber, ob das so sinnvoll war. Aber die Feldposition wäre jetzt auch... Oh, was macht der Bradford denn da? Das kann doch nicht ein designter Lauf für ihn sein. Da muss doch irgendwie ein Pass kommen, oder? Das sieht so komisch aus, gerade auch schon auf die andere Seite. Jetzt sah es noch seltsamer aus. Keine Ahnung, was das für ein Spielzug sein soll. Aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er da laufen will. Ein Option-Spielzug? Sah auch nicht so aus, oder? So, Handoff. Aber auch das Passspiel ist unterbunden. 2-Minute Warning. 3 und 21. Boah. Jetzt muss er ja schon gehen. Das ist eine Distanz. 2 Minuten noch auf der Uhr. Er braucht jetzt hier irgendwas Spannendes. Und da wird er... Ja, incomplete, nicht gesackt. Aber er wird gestört. Ja, Tobi muss jetzt gehen. Er puntet. Oh, Tobi. Alter. Brich das ab. Also, 1,15. Vielleicht liege ich auch falsch oder so, aber da hätte ich doch jetzt gesagt, Schwanz drüber. Wirf das Ding. Versucht das First Down zu holen, weil 1,48 im schlimmsten Fall ist das Ding jetzt durch. Für ihn im schlimmsten Fall. Ja, wir werden jetzt hier natürlich das sehr erfolgreiche Laufspiel auspacken. Das war ironisch. Ah, ich komme nicht auf die 4-Taste. So, jetzt nimmt er die Timeout, selbstverständlich. 2 und 12, wir werden weiterlaufen. War der Punt jetzt klug? Da wird sich wahrscheinlich am Ende rausstellen, ne? Oh! Wo kommt der denn her? Ja, nächste Timeout. 3 und 17, ja. Wir können jetzt nochmal laufen. Dann wäre die letzte Timeout auch weg. Und dann nach dem Punt, Oder wir versuchen hier nochmal irgendwie über ein langes Ding ins Spiel zu kommen. Sag mal, jetzt zeigt mir da doch irgendwie, fehlen da doch Spielzüge. Nee, ich will keinen Two-Clock. Wir versuchen hier... Da hat er sich auch verdient, der Tobi, dass wir hier mitspielen. Denn ja, mittlerweile ist sein Spiel sehr variabel. Er leidet aber auch unter schlechtem Laufspiel, so wie ich auch. Ah, erwischt er ihn ja. So, da ist die nächste Timeout. Ja, okay, das war ja dann auch gar nicht mal so blöd, sich da erwischen zu lassen. Denn Incomplete Pass hätte die Uhr ja auch gestoppt. So, okay, jetzt hat der Tobi natürlich nochmal 1,5 Minütchen. Ne? Ball ist bei Sproles, der kriegt einen ab, Flag on the Field gegen die Eagles. Also die Strafen haben sich im Laufe des Spiels auch sehr ausgeglichen.
am Anfang haben wir die Strafen dumm kassiert mit Face Mask und hast du nicht gesehen. Und jetzt, jetzt bin ich gespannt. Und jetzt muss er natürlich raushauen. Jetzt gibt's hier keine Gnade mehr. Ne? Jetzt ist eigentlich beinahe alles erlaubt. Was will er jetzt noch machen? 1,5 Minuten. Er kann natürlich jetzt versuchen mit so Dingern. Oh ja. Oh, ist das hart! Was ist denn mit der Steelers Defense? Freunde, das kann nicht euer Ernst sein. So, jetzt haben wir noch 1,5 Minuten. Ja, nicht mal. Ei. Das ist natürlich richtig bitter. Nicht vorhandene Defense. Boah. Und jetzt ist es Field Goal oder mehr. Und wenn nicht, sind die Eagles hier. Boah, wie sah er denn im Gesicht aus? Bah, das darf nicht sein. Also da bin ich ganz ehrlich, da muss ein bisschen Defense auch mal vorhanden sein. So Antonio Brown, ja, die Returns, so jetzt haben wir es. Waren heute auch nicht so der Überbrüller. Aber was war das denn für eine Aktion? Freunde der Sonne. Gar nicht gut aus unserer Sicht. So. Ja, 1,5 Minuten, nach 1,5, 1 Minute 16, 1,5 waren es gerade beim Tobi, nur noch zu spielen. Ah, eigentlich wollte ich ins Auslaufen, machen wir mal No-Huddle-Offense. Und versuchen hier so schnell wie möglich, Brown ist blank. Hat er ihn jetzt? Nee, er hat ihn gedroppt. Ach, Leute. Das ist natürlich bitter. Aber es hält die Uhr an. So, 55 Sekunden noch zu spielen hier im Super Bowl. Fragezeichen. Also da kann man jetzt ein Fragezeichen hintermachen, denn es sind 3 Punkte. 3 Punkte sind ein Field Goal. Ah, warum springe ich da? Der soll den Catch machen und hat, glaube ich, hier die Taste genommen. So, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier ist. Wir nehmen mal eine Timeout. Ah, 2 und 1, okay. 2 und 1. Wir versuchen nochmal den Steelers Cross. 2 und 1. Ist das schon Field Goal Range? Wird eng, ne? Also das ist... enge Nummer. Ist er wieder gesackt worden? Ich fürchte. 3 und 1. Oh, jetzt ist er doch noch irgendwie richtig Thrill und Aufregung drin. So, kein Laufspiel. Kurzer Pass, wunderbarer Pass. Wir nehmen die nächste Timeout. 21 Sekunden noch. Puh, da ist ja richtig was los hier. 27 Yards noch zu gehen. Naja, wie immer lässt er sich da umwemsen. Und wir müssen eine Timeout nehmen. So, jetzt müssen wir gucken. Ach, er nimmt das Field Goal automatisch. Das war so nicht geplant. Und ich fürchte, er macht es nicht, denn das passt einfach zu Madden. Ja, ist nicht. Richtig. Ich hab's befürchtet. Total unnötig. 10 Sekunden, wir haben noch Downs, wir können noch einen Pass irgendwie nach außen versuchen, dann ins Auslaufen, dann können wir immer noch das Field Goal probieren. Oder halt, sag mal schnell, oder halt, ja. Von da weitermachen, wo wir kommen, ne? Ja, aber war spannend. Super Bowl-Sieger der Tobi. Glückwunsch. Hätte mir von Anfang an ein ausgeglichenes Offense-Spiel von ihm gewünscht, aber er braucht wohl erst eine Grundlage, wo er drauf aufbaut. Kam dann natürlich durch diese, also resümierend muss man schon sagen, die Abwehr von uns hat gar nichts geleistet hier in diesem Spiel, oder?
Ja, lassen da diesen einfachen Superpass zu. Drei Mann sind da total überfordert. Ja, das war schon ausschlaggebend. Und den Rest hat Madden erledigt. Ja, ich meine, warum versuchen sie da das Field Goal? War doch das Third Down, oder? Da können wir doch noch einen Versuch machen. Da war doch noch Zeit auf der Uhr. Die Uhr war angehalten. Wir können einen schönen Pass nach außen spielen. Ja, entweder incomplete oder er ist gefangen. Dann können wir irgendwie ins Ausgehen. Von da das Field Goal machen. Oder halt, ja, wenn wir es nicht schaffen, von der Position, wo er es jetzt auch verkackt hat. Ja, oder ist es halt mehr drin. Ne? Bei Madden weiß man ja nie. So, das Ding ist durch. Die Saison ist durch. Und in der nächsten Saison spielen wir alle QB. Dann gibt es auch kein Jammern über Wide Receiver ist einfacher. Also ist in meinen Augen nun mal so. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Defense spielen ist richtig schwer. Der Einzige, der Defense gespielt hat, war der Basti. Und er kam ja auch weit. Musste sich ja erst, glaube ich, dem Tobi geschlagen geben, meine ich. In den Division Finals müsste das gewesen sein. Und ja, enttäuschend vielleicht. Nee, enttäuscht hat keiner, oder? Ist irgendeine Mannschaft raus, früh raus, die, wo man sagt irgendwie, oh, da hätte ich mir mehr erwartet? Nö, eigentlich nicht. Also das Super Bowl, also die Begegnung hier im Super Bowl, die ist schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Mit diesen beiden Mannschaften eigentlich hätte man entweder die Pats oder die Seahawks da wohl erwartet. Ja, Le'Veon Bell, 8 Carries für 0 Yards. Also Laufspiel auch in dieser Partie leider kein Faktor, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und schon gar nicht mit unserer O-Line. Da sind nun mal leider Gottes keine Löcher mehr zu finden. So einfach ist das. Und Bryant habe ich da hinten gelesen. Jetzt habe ich die beiden Namen gemischt. Antonio Brown mit 4 Receptions und 80 Yards. Kann man so machen. Nicht schlecht. Beide QBs relativ ähnlich. Ben war heute gut drauf. An ihm hat es nicht gelegen. Hat seine Leistung abgeliefert. Ja, mich ärgert halt dieses Field Goal. Das muss einfach nicht versucht werden. Also nicht in der Situation. Da war noch ein Passspiel echt noch möglich. Und keine Ahnung. Dann hätte man ja immer noch gucken können, ob das mit dem Field Goal klappt oder nicht. So, Leute. Wir sind durch. Wir sind durch. Für alle die das bis zum Ende verfolgt haben, herzlichen Glückwunsch. Und für alle die jetzt erst das erste Spiel reingeguckt haben, kann ich nur empfehlen, entweder ihr schaut euch die ganzen Folgen, wenn ihr jetzt heiß auf Football seid, die ganzen alten Folgen nochmal an. Oder ihr wartet einfach, bis es dann losgeht mit dem neuen Kapitel, nämlich wo wir alle einen QB nehmen. Und ich bin gespannt. Ich bin äußerst interessiert, wie das dann ablaufen wird. So, aber hier ist jetzt Ende. Aus die Maus! Wir sind weit gekommen. Kein Grund, sich zu schämen. Alles gut. Glückwunsch nochmal, wie gesagt, an die Eagles, an den Tobi. Muss man auch erstmal so machen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.